Sein Laser, ja. Ich hab den Fetzer voll vermisst. Der ist unten bei. Der geht grad rechts. Mit Pumpgun, der kommt mit Pumpgun. Der hat Claymore gesetzt, der hat Claymore, ich bin tot. So Leute, die Feiertage sind vorbei und es wird auf jeden Fall Zeit für ein neues Video. War das gerade eine Quad-Kill-Cam? Das war keine Quad-Kill-Cam, oder? 1, 2, 3. Wo schießen dich da hin? 4, geil. Also wer mich auf Facebook, YouTube und so weiter kennt, weiß, dass man auf jeden Fall nicht alles ernst nehmen sollte, was ich poste und was ich mache. Ja, man kann sagen, ich habe einen ziemlich ausgeprägten Humor, aber ich tue auch gesellschaftskritische Missstände ansprechen und was, sage ich mal, ein bisschen ins Lächerliche ziehen in Form von Satire, Ironie und Sarkasmus. Und das, was ich gut finde, ist, dass viele, beziehungsweise fast alle meiner Zuschauer das verstehen, die mich abonniert haben, außer natürlich die Leute, die über die YouTube-Suche auf meinen Kanal kommen, die verstehen das irgendwie nicht. Ich selbst bin politisch ziemlich neutral, aber auch natürlich religiös neutral. Ich bin eigentlich katholisch, aber tendiere eher zum Atheismus. Und ein paar Abonnenten haben mich auf eine Facebook-Gruppe aufmerksam gemacht, in der sich einige Personen ziemlich negativ, also das heißt ziemlich negativ, gegenüber Flüchtlingen geäußert haben. Die Gruppe heißt im Übrigen Rücktritt Bundesregierung, aber mit Rücktritt Bundesregierung hat das gar nichts mehr zu tun, weil da wirklich vereinzelte Personen wirklich total nur gegen Ausländer hetzen, also quasi beleidigen und so weiter und Fake News verbreiten. Das ist wirklich absolut schlimm. Und mein Kumpel Amix und ich haben uns gedacht, okay, die Gruppe, die zerstören wir jetzt mal richtig. Haben dann 2000 Leute darauf aufmerksam gemacht, in die Gruppe reinzutreten, einfach nur komplett voll zu spammen, ja? Das war jetzt ungefähr vor einem Monat und das ist jetzt immer noch so. Nicht mit dem Gespamme, sondern einfach, dass die Leute immer noch so Scheiße posten, also quasi. Da posten einfach vereinzelt welche Fake News oder einfach komplette Hetze gegen Ausländer. Also wirklich nicht mehr Sachliches, sondern einfach nur beleidigend und wirklich verstörend eigentlich. Also quasi halt irgendwas gegen ihren Glauben und sowas. Und ich finde, das geht einfach nicht. So tolerant muss man schon sein. Flüchtlinge, Terror hin oder her, aber man muss echt den Glauben von einer anderen Person respektieren, weil wenn das nicht gegeben ist, dann gute Nacht, Alter. Also ich selbst poste immer noch ein paar Sachen rein, also man erkennt einfach quasi, dass es nicht ernst gemeint ist und verarscht ein bisschen. Weil wenn mir eins in der Gruppe aufgefallen ist, dann das, dass die Gruppenmitglieder nicht gerade die hellsten sind. Und darum macht es erst recht Spaß, die Leute in der Gruppe zu verarschen. Ich meine, die sind wirklich nicht die hellsten, das ist wirklich nicht schlau und das sieht man schon an einem Satz vor, an den Argumenten, was die einfach haben. Aber es macht so Spaß, die Leute zu verarschen. Ich meine, man sieht so, dass es Ironie bzw. Sarkasmus ist. Also wirklich komplett nicht ernst gemeint. Einfach komplett nur zur Verarsche dargestellt, aber die gehen drauf ein und argumentieren und schreiben los, was das Zeug hält und nicht mal einen vollständigen deutschen Sätzen ohne Rechtschreibfehler. Also wirklich, das macht so Spaß und ich zeige euch mal einen gleichen Post, wo die Anzeige wegen Mord kam. Also ich hatte dann folgendes Bild gepostet, mein Kumpel oben und mein anderer Kumpel unten und die rangeln halt ein bisschen und der eine versucht den anderen zu würgen, halt nur just for fun, es soll wirklich nicht ernst gemeint sein. Ja, auf jeden Fall habe ich dieses Bild gepostet mit der Bildunterschrift: Mein Kumpel, in Klammern Ausländer, erwirkt gerade einen Deutschen. Meinungen. Und jetzt kommt halt das, woran man eigentlich Ironie und Sarkasmus erkennt, beziehungsweise nicht ernst gemeinte Beiträge. Und zwar an diesem Gespäme von Satzzeichen. Ganz am Ende, ich meine, das ist Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, 1, 11, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich meine, wenn jemand sowas postet, dann müsste wirklich davon ausgehen, dass er das nicht ernst meint. So gesagt, kann man pauschalisieren, jeder, der mit seinen Satzzeichen so hart spammt, meint immer das Gegenteil von dem Gesagten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, Valenti, deine Videos sind voll cool, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 11 Fragezeichen, Ausrufezeichen, dann heißt das natürlich nicht, dass meine Videos cool sind und einfach scheiße. Ja, und genau solche Kommentare werden jetzt unter diesem Video sein. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, mein Kumpel außen wirkt einen Deutschen. Mein Kumpel Alex, der unten auf dem Boden liegt, der hat eine braune Jacke an und ihr wisst nicht, was da für Kommentare kommen. Ich meine, wenn ich schon sehe hier, ich lach mich blöd, das ist doch ein Bimbo. Ich meine, was soll ich dazu noch sagen? Oder zum Beispiel dieser Wolfgang schreibt, Depp, das ist doch ein Nigger. Hallo, was ist das für eine Artikulation? Ich meine, geht's noch? Und jetzt kommt der Kommentar aller Kommentare. Trommelwirbel bitte. Nun, da du ein Bild von einem gerade stattfindenden Mord postest, gehörst du angezeigt wegen Mittäterschaft, zumindest wegen unterlassener Hilfeleistung. Ich werde das gerade einmal für dich erledigen. Also das heißt, der Typ will mich auf jeden Fall wegen Mord bzw. wegen Mittäterschaft am Mord anzeigen. Ist der eigentlich noch ganz dicht? Also zum einen sagt er will mich wegen Mittäterschaft anzeigen, aber andererseits wegen unterlassener Hilfeleistung. Also was jetzt, will ich den Typ jetzt umbringen oder nicht helfen? Die Gruppe macht mich so fertig, ich schwör's euch. Ich bin manchmal echt
sprachlos, was es für Menschen gibt und sowas nicht verstehen irgendwie, also kommt schon. Man sagt so schön, Ironie und Sarkasmus, das ist ein Stilmittel, ein sprachliches Stilmittel, um Idioten zu verarschen. Okay, vielleicht werden sich jetzt viele fragen, hey, die Gruppe heißt Rücktritt Bundesregierung, ich meine, da geht es nur um Politik. Da wird doch nichts gegen Moslems oder gegen Ausländer oder Asylanten gehetzt. Und genau für diese Leute habe ich jetzt noch einen Screenshot vorbereitet. Den habe ich nämlich als Anreiz dazu genommen, die Gruppe damals richtig zu zerstören, weil das einfach wirklich gar nicht geht. Ich weiß, dass ich viele muslimische Brüder habe, beziehungsweise halt Kumpels. Ich sage einfach Brüder, weil es wirklich Brüder sind für mich. Und natürlich auch muslimische Abonnenten. Und ich glaube auch, dass viele von euch ziemlich tolerant sind. Ich habe eigentlich fast nur Ausländer als Freunde, wenn ich ehrlich bin. Aber der Post von der Gruppe, der geht gar nichts. Ich blende ihn jetzt einfach ein und ich sag nichts mehr dazu. Ich meine, das geht gar nicht, Alter. Das geht gar nicht. Null. Ja, und das war so gesagt mein Anreiz, die Gruppe einfach zu zerstören und da einfach dagegen was zu machen. Ich werde euch in der Videobeschreibung noch einen Link da lassen zu einer Facebook-Gruppe, die heißt Gemeinsam als Community. Amix und ich sind Admins dort und wir machen da einfach so gemeinsame Community-Projekte beziehungsweise Aktionen, wie zum Beispiel Facebook-Gruppen spammen, also von irgendwelchen rechten Leuten, die gegen Flüchtlinge hetzen oder zum Beispiel Facebook-Seiten. Das ist ziemlich interessant und das macht euch ziemlich Bock, zusammen das zu machen beziehungsweise zusammen durchzuziehen. Von dem her tretet einfach dabei. Beispielsweise gab es einmal eine Facebook-Seite, die hat Kinderpornografie gepostet, also so Videos und Bilder von Kindern und ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir dann das damals in die Gruppe gepostet, gemeinsam als Community und haben die Seite einfach down bekommen, indem wir einfach die alle gemeldet haben. Und das finde ich zum Beispiel eine gute Aktion und sowas machen wir auch öfters da. Ja, aber so viel zu dem Thema. Ich meine, 2016 ist fast vorbei, wir haben hier gerade den 30.12. Das wird auch mein letztes Video für dieses Jahr sein und ich muss sagen, ich habe 2016 am 1. Januar so mit 5000 Abonnenten angefangen, beziehungsweise 5500 und bin jetzt einfach schon bei über 27.000 und ich muss echt sagen, danke für euren Support, ihr seid echt die tollsten Abonnenten, die man sich vorstellen kann und ich meine, es ist allgemein schwer als CD-YouTuber noch irgendwie groß zu werden ohne Push und ich muss sagen, ich werde auf jeden Fall so weitermachen, ich habe eigentlich keinen Bock auf Lifestyle-Videos, wenn ich ehrlich bin, also mir persönlich macht es jetzt nicht so Spaß, beziehungsweise ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich sowas machen soll, vielleicht mal ein paar Vlogs für Gamescom oder irgendwas zu besonderen Anlässen. Aber COD macht mir Spaß, ich bringe COD, weil es mir Spaß macht und ich glaube, darauf kommt es auch an. Mich freut es immer richtig, wenn ich sehe, das Video kommt bei euch gut an, von den Like-Verhältnissen und so weiter, von den Aufrufen und von den Kommentaren. Ich bekomme auch etliche Nachrichten, sei es Snapchat, Instagram oder Facebook, wie gut auch meine Videos seien und natürlich, sowas motiviert mich und darum mache ich auch weiter. Ich schätze wirklich jeden einzelnen Like von euch und freue mich immer, wenn ich Nachrichten bekomme. Aber da es sowieso schwer ist, als Gaming-YouTuber noch richtig groß zu werden, wäre es wirklich von euch eine super Aktion, wenn ihr einfach das Video liken, wenn ihr es auch anschaut. Ja Leute, das war das Video. Ich hoffe, ihr werdet nicht angezeigt wegen Mord. Feiert doch schöne Silvester. Ein schönes neues Jahr wünsche ich euch und einen guten Rutsch. Und ich hoffe, dass ihr euch Ziele setzt für 2017, die ihr erreichen werdet. Und ja, das war euer Vanity. Haut da rein. Bis dann.